Willkommen zu Star Citizen. Ich hoffe, ich bin hier noch auf Crusader L5. Das letzte Mal habt ihr ja gesehen. Ja, ich bin auf Crusader L5, Beautiful Glen Station. Letztes Mal habt ihr ja gesehen, dass ich auf dem Rückweg war nach Port Olisar und dann scheinbar durch ein schwarzes Loch geflogen bin. Und da hat man mir die Carrick unter den Füßen weggebeamt und mich im Verse zurückgelassen. Und dann hat sie erstmal eine ganze Zeit lang nichts getan und da hatte ich mich dann von euch verabschiedet und habe dann auch den Rechner ausgemacht. Ich hatte auch keine Lust mehr. Also Lust schon, aber irgendwie jetzt hätte ich dann den Server wechseln müssen, damit sich das jetzt hier irgendwie stabil weiterverfolgen lässt. Und das war mir zu frickelig. Und da dachte ich mir, okay, gut, machst einen Schnitt, ist sowieso egal. Und guck's den nächsten Tag mal. Und das ist jetzt hier der nächste Tag. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns hier zurechtfinden. Ihr habt ja auch geschrieben, Exploration kann es ja auch sein, wenn man sich in den Raumstationen zurechtfinden muss. Und weil ich ja so gerne Exploration mache, ist das ja genau mein Ding, ne? Also werden wir mal kurz gucken, ob ich die claimen muss, die liebe Carrick. Beautiful Glen Station, da ist sie, die stored. Ja, es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja, Hangar 02. Hoffnungsschimmer, dass die Aliens mir das Schiff kurz ausgeliehen haben und es dann hier wieder reingestellt haben. Haben gesagt, gut, wir brauchen das jetzt mal. So wie die Polizei, ich brauche jetzt deinen Wagen. Haben sie meine Carrick mal einen Tag lang gebraucht, sind damit ein bisschen rumgeeiert. Und dann haben sie mir wieder in Hangar gestellt. Na, ich will mal gucken. Denn wenn die damit jetzt keine Dummheiten gemacht haben, müsste ja die Ladung noch drin sein. Und ihr erinnert euch, ich habe ja Scrap Metal gekauft und wollte das doch im PO verhandeln. Und das war ja doch, ich hatte es mir aufgeschrieben, für 1,36 habe ich es eingekauft. Und das war eine Gesamtsumme von 61.500 irgendwas. Und das ist jetzt dann ja so für einen kleinen, für einen kleinen Trader wie mich, auch schon spürbar. Das tut dann schon weh, wenn er dann plötzlich 61.500 mal so eben fehlen. Jetzt ist er hier wieder. Kannst du mal ganz schnell hier weggehen? Ein Raumschiff wird gleich hier wieder rausfliegen. Ja, das macht Aua. Ich habe es den Leuten schon so oft gesagt. Das ist eine Einflugschneise. Wenn ich jetzt hier mal meine Triebwerke starte und dann mal ein bisschen gucken. Guck mal, was hier ist. Also soll noch mal einer sagen, Star Citizen ist nicht genial, oder? Hast du zwar sonst keinen Nervenkitzel von außerirdischen Rassen, aber der Nervenkitzel besteht darin, dass du irgendwie rausgezogen wirst, aus dem Spiel geworfen wirst, dich ärgerst und am nächsten Tag wieder da ist oder Schiff mit Ladung steht wieder gestort da. Das ist so genial. Ja, okay. Aber wir müssen ja wieder durch die Zone mit dem schwarzen Loch. Machen wir dann schon wieder ein bisschen Sorgen. Darf ich? Du hast doch nichts dagegen, ne? Nein, das ist ja auch meine Carrick. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn ich durch die gleiche Zone fliegen muss, was ich ja auch machen muss, dass ich dann da wieder dran vorbeikomme. Ja. Aber gut, ne? Testumgebung. Wir testen das natürlich. In der Hoffnung, dass es wirklich, wirklich nur eine Ausnahmesituation war und keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Vielleicht haben sie einen Server gebraucht. Haben sie einfach abgeschaltet. Gut, dann nichts wie raus hier. Thank you.
Sehr gut, Fahrwerke mal ein. Dann gucken wir mal. Ja, gut, okay. Wir können, denke ich, schon ein bisschen Geschwindigkeit auch aufbauen. Schauen wir nochmal, dass wir hier bloß zurückkommen. Mir auch egal. Crusader würde mir ja ausreichen, ne? Es ist ja erstmal nicht der verkehrte Weg. Ich mache das trotzdem, ne? Da kenne ich ja nichts, ne? Bin ja aus der Außenansicht bei dem Quantum Drive ja rausgeholt worden. Entweder das ist jetzt auf der gleichen Strecke wieder ein schwarzes Loch oder es war nur mal ein temporärer Fehler. Ja, super Sache. Super duper. Ich habe mir auch so gedacht, ich habe mich ja im All ja selber umgebracht. Das habt ihr ja gesehen und dann, ne, bin ich ja dann. Ja, erstmal verstorben und ich habe mir gedacht, warum oder was wäre passiert, wenn ich mich hier in der Med Bay verortet hätte? Hätte ich dann vielleicht mein Raumschiff noch einholen können, indem ich also gestorben bin und dann hier wieder gespawnt wäre? Mach auf die Tür. Na, also die Idee hatte ich ja auch, Raumschiff fliegt weiter und du kommst nicht hinterher. Und da dachte ich mir, okay, umbringen, ja, musste dich dann halt, weil so ein Beacon setzen ist jetzt nicht so mein Ding, wenn man nicht weiß, welche Ursache das alles hat. Und da dachte ich mir, aber wenn ich mich umbringe, müsste ich doch dann eigentlich, wenn es die Carrick noch gibt, in der Med Bay wieder spawnen. Und das hatte ich halt versäumt das letzte Mal, mich da zu verorten, deshalb mache ich das jetzt mal so eben mal mit. Denn ich habe noch was anderes vor. Danach müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier so geht. Ich habe immer so viele Pläne, das wisst ihr ja. Und dann kommt es doch immer anders. Dann backen wir mal lieber kleine Brötchen. Wir nehmen das Ganze jetzt hier mal mit. Und diese Entfernung, die kann man ja mal so verschmerzen. Und da zeigt er sich ja auch schon ab. Und dann fliegen wir da mal kurz um die Ecke. Trotzdem. In der Zwischenzeit hat sich der Quantum Drive auch abgekühlt, also sollte es auch wieder ganz gut klappen hier. Sonst hätte ich ja Port Olisar ja auch so anwählen können, das sagt ihr ja auch. Ja, schön. Und Gegner schon. Es ist immer anders, ne? Ich glaube, das ist auch ein Spielelement, ja? Wenn du von der linken Seite kommst, dann musst du auf der rechten Seite parken, obwohl alles frei ist. Und wenn du auf der rechten kommst, na dann, ne, wisst ihr schon.
da ist ja eine Menge los. Ich hatte es ja schon mal gesagt, Raid-PO hatte ich mal gelesen, konnte damit nichts anfangen. Ich war ja auch im Hirsten-System. Aber wenn ich mir jetzt hier die gesamten Feinde angucke, da, ne, weiß ich, das ist eine Caterpillar, die könnte jetzt hier zum Handeln sein und würde nicht landen. Dann haben wir hier da ist noch die, da ist die. Komm, mach mal eben. Welche Taste waren das noch? Das ist nochmal eine Caterpillar. Na gut, halte ich jetzt hier nicht so auf. Denk an ein Fahrwerk. Du hast ja schließlich Ware an Bord, also mach da jetzt hier nicht so einen Ausflug hier. Tick. Weapons offline. So, dann hier. Wir nehmen wieder zur Kenntnis, der Fahrstuhl geht wieder. Gut, Besuch haben wir jetzt auch nicht, was ja auch immer mal sein kann, dass man dann ungebetene Gäste mitnehmen muss. Jo, ich freue mich. Ich freue mich riesig, wenn das jetzt geklappt hat. Portolisat zuppelt wieder so ein bisschen und ruckelt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir endlich wieder Kohle einfahren. Ich will doch verkaufen. Scrap haben wir für, ich hatte es mir notiert, 1,36 eingekauft, 1,86 im Verkauf. Das sind jetzt 84.360. Och, mein Rechner geht wieder nicht. 23 irgendwas ist Gewinn. Und ihr habt es gesehen, ich bin wieder hier über 500. Das war ja so eine Schmerzgrenze von mir. Ich war ja damals so froh, dass ich endlich auch mal die 500.000 gerissen hatte. Das fand ich richtig gut. Und deshalb möchte ich auch so immer so ein bisschen die Marke halten, dass ich, wenn ich Ausgaben habe, ich auch wieder gucke, dass das wieder reinkommt. Denn hat man mal Bugs, dann ist es halt immer auch sehr, tut es immer sehr weh, wenn man dann gleich wieder ganz tief fällt. Aber nur hat es sich hier so ergeben. Und sie steht noch da, wurde noch nicht eingelagert. Ich möchte nach Microtech fliegen. Denn da gibt's
einen heißen Tipp. Aber ich will nicht zu viel verraten. Man weiß es nicht. So, kommt noch jemand mit hier? Ich glaube nicht. Dann machen wir uns mal stracks auf den Weg. Wir werden das mal so halten wie auf dem U-Boot. Die Mission wird erst bekannt gegeben, wenn wir unter Wasser sind, beziehungsweise wenn wir losgeflogen sind, dass keiner mehr abhauen kann. Also wir müssen auch mal gucken, dass wir hier nicht noch andere blockieren. Das ist immer weise. Man will ja selber auch nicht gerammt werden. Und der Anblick ist auch schön. So. Ich möchte nach Microtech. Komm schon, schieb dich. Da ist eine Menge los gewesen im Port Odessa, das hat man dann wieder gemerkt. Die ganzen Raumschiffe, die da gestanden haben, Caterpillars, einer nach dem anderen. Und das merkt man dann an der Performance. Ich hoffe aber, wenn ich jetzt hier raus bin, dass dann besser wird. So, was habe ich eigentlich vor? Ich möchte die Shubin Mining Facility SMO10 besuchen auf Microtech selber. Und da möchte ich Astatin einkaufen und es dann in New Babbage wieder verkaufen. Und ihr habt mir ja auch die hilfreichen Seiten genannt, wo ich auch Kurse entsprechend finden könnte und abgleichen könnte. Das ist einmal dieses Galactic Logistics und dieses Star Citizen Trade Tool, wie auch immer. Ich habe die beiden mal bemüht und habe geguckt, ob man da wirklich Astatin handeln kann. Ich bin nicht fündig geworden. Also es kann jetzt sein, dass es jetzt ein großer Bluff ist, ja, oder so ein bisschen schon das Klondike-Feeling aufkommt, weil es vielleicht noch gar nicht gelistet ist und es in der 13.2 sind wir ja gerade noch, dass es da halt irgendwie was hinzugefügt wurde, was Microtech wieder so ein bisschen interessanter macht. Nicht, dass man dann jetzt hier um Hurston diese berüchtigten Hadanit-Routen fliegen muss, sondern dass man auch mal, wenn man in der Nähe von Microtech ist oder sogar selbst auf Microtech drauf, dass man da dann handeln kann. Aber ich werde mich da überraschen lassen. Gefunden auf den Seiten habe ich es nicht, aber das hat ja nichts zu sagen. Und ich fliege ja jetzt hier leer. Das heißt, entweder ich finde da was, dann ist es klasse. Und wenn ich nichts finde, habe ich nichts verloren. Und das machen wir mal so und ich hole euch gleich wieder zurück, wenn wir im Anflug auf Microtech sind. Bis gleich. So, da sind wir auch schon im Anflug direkt auf Microtech und es geht eigentlich recht zügig. Ja, ich habe noch nicht geguckt. Ich möchte das nochmal tun. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich da gibt. Schauen wir uns das Ganze mal richtig an. Ich möchte Shubin Mining Facility SMO10. Also der erste Punkt ist ja, dass es die schon mal gibt. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ja, out of range.
Klar bin ich out of range. Ich will ja doch erstmal in die Range. Will ich doch erstmal überhaupt hin, ne? Eigentlich? Ja, jetzt kommt das wieder. Ja, der sinnvollere Weg wäre ja der kleine Umweg über Port Tressler. Macht ja durchaus Sinn, da mal vorbeizufliegen. Ja, da fliegen wir mal eben kurz hin, machen wir eine kleine Runde, um dann uns kurz die Landerlaubnis zu holen, aber nicht zu landen. Dann sind wir da zumindest mal vor Ort. Ja, herrlich. Herrlich. Ich hoffe, es ist auf dieser Facility ist auch ein bisschen schön Wetter. Das wäre klasse, dass man da auch mal sehen kann, weil auf diesem Außenposten war ich auch noch nicht. Und das interessiert mich dann immer schon, wie es da so eingebettet ist, wie es da aussieht. Würde mich freuen, wenn nicht unbedingt jetzt wieder so Schneebiom ist, sondern ein paar Wäldchen so. So, Tower, jetzt bin ich aber schon in Reichweite. Funk mich doch mal an. Komm schon. Ja, danke schön. Also irgendwie. Okay. Ist mir etwas komisch vor. Aber zum Glück sind wir nicht deshalb hier, wegen den schönen Bildern. Aber wir sind auch wegen den Bildern da, gibt es zu. Gut. Andere Mission, ne? Die 10er Facility. Die müsste doch von hier aus jetzt erreichbar sein. Wir haben ja nichts noch. Oh nee. Aber das habt ihr gesehen, ne? Da hat keiner weggeguckt. Wo bist du eigentlich hier? Ist das wieder ein schwarzes Loch oder wo bist du?
Ach, dieser Kreisel wieder. Komm schon, Space Break. Nee, ne? Komm bitte nicht. Sehr schön. Sehr schön. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal anwähle, habt ihr gesagt? Ich sagte, wenn ich das nochmal anwähle, obwohl ich es schon so, dann wird es mir auch angezeigt, auch wenn ich außerhalb des Quantum Drives bin. Wenn ich hier nochmal kurz auf Spulen drücke, dann kriege ich auch die Entfernung 25,2 und wenn ich dann den Quantum Drive wieder ausmache, dann bleibt die Anzeige trotzdem. Also ich habe dann weiterhin das Ziel und noch die Entfernungsangabe. Jawohl, super. Also den Tipp könnt ihr euch auch merken. Das ist auch schön. Das war eine Sache, die hatte ich immer ein bisschen bemängelt, dass man das Ziel dann außer Augen verliert, obwohl man es ja quasi angewählt hatte. Der Zielcomputer muss das ja irgendwie auch registrieren, dass ich da hin will. So, das einzig Dumme ist, es ist dunkel. Aber ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen Klondike-Stimmung. Es kann ein großer Flop sein, dass es hier überhaupt Astatin gibt. Und es kann richtig der Goldrausch hier unten ausbrechen. Es kann sein, dass da schon andere Spieler sind, die sich da unten bedienen. Oder es kann sein, dass man da aufgelauert wird. Da kann vieles sein. Wir werden mal gucken, ne? Also wir sind jetzt hier schon schön dabei. Ist ein bisschen windig. Also ich schwanke hier. Man wird es leider im Stream nicht so sehen. Aber hier oben auch hier so der Himmel mit den Wolken und den Sternen, das sieht schön aus. So, ich glaube, L wie Light, das war doch neuerdings Licht. Ja, kann man sogar sehen. Stopp. Ich wollte ja nur sehen, ob man das auch tatsächlich sehen kann, dass man die Strahler, die Lichter anhat. Kann man also kontrollieren. Und der Sicherheit halber mal Fahrwerk raus. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Da sehen wir schon die Lichter, die Positionslichter da unten. Also wenn ich das hier so richtig sehe, sind das schon größere Landingpads. Also nicht nur so ein kleiner Wald- und Wiesen-Außenposten. Ah, da sehe ich noch nichts. Schnee, Schnee, wir haben Schnee. Ja gut, es ist Microtech, wunder dich nicht. Ah, eine schöne Beleuchtung. Boah, das ist ja doch ein richtig großer Außenposten. Ja, sauber. Ja, ihr seht es auch an der Scheibe, windig ist es draußen. Ein bisschen regnerisch, Schnee wahrscheinlich, der hier auch noch mir die Sicht so ein bisschen beeinträchtigt, aber es geht.
Sehr schön. Sehr gut. Wunderbar. Da müssen wir also runter. Noch ein bisschen runter. Ja, kurz mal geguckt. Haben wir es denn erwischt? Ja, sieht schön aus. Sieht richtig gut aus. Und da sind einige Pumpen oder Bohreinheiten. Von daher bin ich jetzt guten Mutes. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass ich hier diesem Goldrauschen nicht umsonst verfallen bin. Habe ich eigentlich eine Waffe? Muss ich gleich nochmal checken. Also ich will mich... Ah, waffenfreie Zone hier. Sehe ich gerade. Also, alles easy. Es kann natürlich nur so Spaßvögel geben, die einem die Carrick unter dem Hintern wegklauen, nur weil sie da Freude dran haben. Ah, schade. Also ich hätte es auch gut gefunden, wenn man hier die Waffe ziehen könnte. Einfach so... Ja, es macht dann noch so ein bisschen mehr so ein Kribbeln, ne? Okay. Ja, ja, ja. Wo muss ich denn eigentlich hin? Komm ein bisschen schneller. Es ist kalt hier, minus 75 Grad. Und dein Anzug geht, glaube ich, nur bis minus 60. Warte, das ist Full Speed. Oh, reichen mir noch die Knochen. Ich denke immer, das ist Mond. So, was haben wir denn hier? Komm, komm, mach doch. Storage, ich weiß nicht. Ich muss immer überlegen. Storage ist, glaube ich, falsch, ne? Gucken wir nochmal kurz. Ich glaube, dann ist das hier mit den Fahrzeugen. Nee. Nee, gar nicht mal. So, mein Freund. Ich kaufe ein. Aber ganz viele Menge. Ach, drück mir die Daumen. Ja, die haben Astatin. Und ich hatte mir mal notiert, also sehr gut wäre es für 7,64, also für 7,64. Jetzt ist es 7,78. Und das nehme ich mal mit. Und zwar mache ich mal die Hälfte von meinem Vermögen. Und zwar nehme ich mal so 250.000 mit. Also, ich kaufe das Zeug ein. Oh, muss meinen Zettel hier zu Rate ziehen. Für 7,78. Und zwar zu einer Gesamtmenge von 250.000. Und ja, ich bin da ein bisschen hitzköpfig. Kriege ich sie denn alle? Komm. Mach doch. Komm schon. Ja, also hier werfen wir nochmal einen Blick auf meine Summe, hier diese 514.000 und da haben wir nur noch 264.000. Oh, 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 oh. 514.000 und 264.000. Ja, ich weiß. Ich weiß, gerade eben, ne, wollte ich mir meine 500.000 wieder voll machen. Und das ist ja auch geglückt.
ist sie schön. Es ist ja auch geglückt und deshalb, ja, möchte ich jetzt diesem Gerücht nochmal nachgehen. Ich hatte es ja gesagt, auf diesen einschlägigen Seiten habe ich es nicht gefunden. Kann auch sein, dass ich da zu blöd war, richtig zu gucken, aber normalerweise finde ich die Sachen dann da auch wieder. Und vielleicht ist es tatsächlich jetzt noch so ein kleiner Tipp, dass man das handeln kann. Mal gucken, ob da irgendwann jemand hinterherkommt. Ich habe da wieder einiges gehört, was da jetzt momentan so abgeht. Auch so ein bisschen Frust, eigener Frust. Ja, gut. Wir haben sie von hinten nach vorne gestapelt, ist ja auch sinnvoll. Ein bisschen eigener Frust, den man hat, und wenn man dann verärgert ist, dann müssen andere, bei denen es vermeintlich besser läuft, dran glauben. Finde ich überhaupt nicht gut. Weil gerade die Star Citizen Community finde ich eigentlich ziemlich erwachsen und hilfsbereit und so weiter. So erlebe ich sie jedenfalls. So. Dann darfst du jetzt auch abheben. Und klasse Bilder, wenn das am Tage wäre. Dann wäre das so schön. Okay, versuchen wir mal gepflegt hier die Atmosphäre zu verlassen, weil wir rüber nach New Babbage müssen. Und da schauen wir mal, dass wir hier, jetzt werden wir hier kein Erz abbauen. Nein, dass wir hier schon aus der Atmosphäre rauskommen, dass wir jetzt kein Risiko eingehen. Wenn ich die Hälfte meines Vermögens hier schon eingesetzt habe, dann soll das bitte schön auch gepflegt vonstatten gehen. So, dann traue ich mich auch ein bisschen stärkeren Winkel hier noch anzulegen. Im unteren Bereich, wenn da die Stürme so ein bisschen arg stark sind, habe ich immer das Gefühl, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann, ja, dann kann ich auch ein bisschen stärkeren Winkel gehen. So, und ihr seht, ich kann gar nicht mehr. Könnt ihr noch ein bisschen mehr nehmen? Geht gar nicht, ne? Also wir sind hier schon bei 99% Thruster-Schub. Da ist jetzt auch nicht mehr drin, und selbst der Afterburner, der tut sich da schwer, ne? Also das müssen wir halt so hinter uns bringen. Das ist halt so. Fahrwerk ein, sollte helfen. Vielleicht ist es noch gar nicht implementiert, allerdings hoffe ich zukünftig schon, dass das Fahrwerk, wenn es eingefahren ist, ein bisschen Auswirkungen auf die Aerodynamik hat. Würde ich mir jedenfalls wünschen. Und so, jetzt müssen wir nach New Babbage. Und das wäre jetzt wo? Da oben. Da müssen wir hin. Ja, genau, da müssen wir hin. Liegt jetzt unter uns. Ist jetzt nicht so schlimm. Also ruhig mal raus aus der Atmosphäre und dann springen wir über einen Orbitmarker zur Not. Kein Problem. Bloß kein Kontakt. Bloß kein Ärger vom Zaun brechen jetzt hier. Ja, ja. Das Spiel spielt ja wieder mit den Lampen. Ich war gerade ein bisschen irritiert, denn ich habe da so einen Strich gesehen. Über meinen Flügel, über meinen rechten Flügel habe ich so einen Strich gesehen, und ich meinte, vielleicht ist es ein Raumschiff, das mich verfolgt. Das wäre ja nicht so schön. Hat man hier schon Paranoia.
Jo. Ich versuche noch mal kurz den hier und komm raus. Komm raus. Kurz vielleicht einen Orbitmarker zu erwischen. Wäre mir auch egal welcher. Ja, nehmen wir dich doch. Ist doch super. Nehmen wir dich. Und dann sind wir zumindest rausgesprungen. Und ich glaube, die Orbitmarker anspringen geht dann doch ein bisschen schneller als so rausfliegen und das Ziel dann hier anzuspringen. Meine ich, müsste so besser sein. Weil wir jetzt um den Planeten herumspringen können. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder so diesen Kreisel habe. Denn jetzt bin ich ja schon im Anziehungsbereich von Microtech. Zubbel, zubbel, zubbel. Bitte nicht zuppeln. Schreck, 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 schreck. So, das werde ich jetzt aber auch ein bisschen genießen. Ja, das ist richtig tolles Wetter. Ich sehe hier die Krümmung und das mag ich immer gerne sehen. Ja, wenn man wirklich keine Wolken hat, keinen Sturm. Ich bin hier bei bestem Wetter. Das seht ihr, beste Spiegelung. Und das begeistert. Das ist einfach klasse. Und ich möchte hier unten direkt, also ich möchte mir die Bahnfahrt mal ersparen und direkt auf dem Landingpad da unten landen. Wobei, mein Gewissen plagt mich gerade. Ich sollte zumindest versuchen. Ja, ich hadere gerade noch mit mir. Ich glaube, ich sollte mir beim Spaceport zumindest eine Landeerlaubnis holen und dann gar nicht landen, sondern die Kurve fliegen. Also das wäre sicherlich besser. Auch wenn ich nachher gar nicht mit der Bahn fahren möchte. Ja, was ist da jetzt das Beste? Was sollte man da machen? Denn, ja, ich denke mir nämlich, Port Tressler hat mich gar nicht genommen. Die waren immer noch in Bereitschaft. Der Fluglotse, der war bestimmt gerade mal auf Klo. Ja, jetzt hat er es auch genommen. Jetzt können wir auch ganz entspannt, denke ich, hier eine Kurve fliegen.
Und zwar hat mir ein Vögelchen gezwitschert, es soll auch außerhalb des Spaceport ein etwas größeres Landingpad geben für so etwas größere Raumschiffe wie meine Carrick oder eine Caterpillar, dass die auch bequem landen können. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß es noch nicht wo, ich habe es noch nicht gefunden. Werde jetzt mich trotzdem mal in diese Richtung halten, weil da möchte ich den anderen Eingang nutzen, um... Oh, es wackelt aber hier gewaltig. Könnte das ein Landingpad sein da unten? Ja, würde ich mal anfliegen wollen. Einfach aus Interesse halber. Es ist natürlich ja nicht zu leicht anzufliegen. Wenn ich da die Gerätschaften drumherum sehe, vielleicht ist auch wieder so ein Mast im Weg. Aber ich habe gehört, dass auch eine Caterpillar da gelandet sein soll. Also möchte ich es für mich auch mal ausprobieren. Er erlebt mich hier in voller Konzentration, denn ich sehe hier vorne einen Masten. Und was sehe ich da noch? Oh, ich will dir doch nicht wehtun. Oh Mensch, du hast zwar super geparkt, das muss ich dir ja sagen. Aber schade. 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 Also da ist natürlich Vorsicht geboten. Ne? Ich will ihn ja auch nicht in Bedrängnis bringen. Das sind dann doch noch Größenunterschiede, ne? Ich weiß, auf See hat immer der größere Vorfahrt. Das ist scheinbar hier nicht. Nein, also das muss nicht sein, ne? Dann werde ich mich hier auf die Eisfläche positionieren, hier nebendran. Und trotzdem Respekt, dass der jetzt so ein bisschen an der Kante geparkt hat, damit andere da auch landen können. Das finde ich trotzdem schon sehr, sehr nett von ihm. Er hat sich ja mittig platzieren können, ne? Das ist ja auch legitim. Ja, hat er gut gemacht. Und da habe ich meinen 30.000er. Herzlichen Glückwunsch. Da ist er. Da haben wir doch lange drauf gewartet, oder? Alles klar. Ja, gut. Vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt. Ich werde mal schauen, was es denn so mit mir macht. Aber ich denke, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn wahrscheinlich geht das nicht gut aus. Aber ich danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns wieder in Star Citizen.